Richie, so Plätze im vorderen Mittelfeld, ist das okay? Ja, doch. Also nach der Vorbereitungszeit, nach dem relativ durchwachsenen Winter, ist es für mich, glaube ich, ganz gut. Ich gehe mit einem Lächeln von der Schanze weg, trotz alledem, und kann da, glaube ich, auf grundsolider Basis weiterarbeiten. Erzählst du auf deiner Webseite mehr, als du mir jetzt erzählst? Nee, also ist neu, richardfreitag.de, aber... Nochmal, richardfreitag.de. Genau, ganz einfach. Aber familiäres wird nicht ausgeplaudert, ne? Nee, familiäres nicht, aber... Gibt's da was Neues, familiär? Nee, eigentlich nichts. Immer noch Solist? Jawohl. Gut, okay. Ja. Also da haben wir das Wichtigste abgehakt, kommen wir jetzt zum Unwichtigen, zum Skispringen hier. Du hast ja gesagt, gut Ding braucht Weile und ich muss über den Sommer hinweg, also das ist noch nicht alles so hundertprozentig. Ja, genau, also wie ich schon gesagt habe, der Sommer war ein bisschen zäh. Die Vorbereitung für den Winter liefen dann wirklich ganz gut. Auch hier jetzt bin ich wirklich ganz zufrieden. Ich konnte auf einer grundsoliden Basis springen und da gilt es jetzt weiterzuarbeiten. Also es sind gute Voraussetzungen jetzt für die Saison und die ist noch lang. Und da hoffe ich mir nur das Beste erstmal. Und Prognose, was das Team betrifft? Das Team, ja, also man hat es, glaube ich, gesehen jetzt am Wochenende. Es kommen Jüngere nach, die sehr stark sind. Und ich glaube, dass das wieder neuen Wind reinbringt und uns wirklich da nach vorne bringen kann. Und das Team Flair, also wir arbeiten gut zusammen und ich glaube, wir kommen gut zurecht. Und so lässt sich es auch getrost jetzt gleich nach, oder eben morgen, übermorgen nach Kusamo weiterreisen. Und da ist gute Teamstimmung. Jüngere kommen nach, sagt der Jungspund. Ja, das ist eine herrliche Konstellation. Richie, alles Gute. Toi, toi, toi. Danke, danke. Geh deinen Weg, wir sind bei dir. Danke. Wer war denn das jetzt? Ha ha ha.